vorne der Nacht ist dann schon mal ein paar drauf auf die Chancenloge und so weiter und so fort. Ja, ich wollte heute zwei Sachen mal kurz adressieren und zwar, also weil sie glaube ich auch über das Thema hinaus interessant sind. Einmal wollte ich was sagen, ja, das ist das Problem von vielen Leuten, die in konstruktive Beziehungen kommen wollen, dass sie immer wieder Bad Girls oder Bad Boys daten und dass sie das auch einfach immer wieder entscheiden und ihre eigene Verantwortung gar nicht wahrnehmen wollen. Und da wollte ich danach nochmal ganz kurz was zu Julians, Jürgen Zietlow sagen wir ja immer hier. Ich werde es aber gar nicht groß einblenden, ich habe gar keinen Bock, das immer alles hier. Aber genau, weil wir das ja so ein bisschen verfolgt haben. Aber das Erste bezieht sich jetzt, müsst ihr aber nicht gesehen haben, auf hier so eine Staffel, die heißt Make Love, Fake Love. Ich erkläre auch mal kurz, was da passiert ist. Ich werde es auch nicht einblenden hier, das mache ich nicht mehr, habe ich ja gesagt. Aber habe auch gesagt, wenn mal irgendwas Interessantes ist, kann ich das ja auch so besprechen. Und zwar ist da diese Antonia, die ist halt in der Mitte dieser Show und da sind dann 20 Männer und 10 davon sind vergeben und 10 davon sind nicht vergeben und sie soll halt einen aussuchen, mit dem sie da rausgehen will. Und wenn der dann auch mit ihr rausgehen will, dann kriegen die halt 50.000 Euro und sie weiß halt nicht, wer vergeben ist und wer nicht. Und natürlich, die vergeben sind, ich meine, es ist immer so eine große Empörung, aber ja, natürlich lügen die darüber, dass sie vergeben sind und sie muss es halt irgendwie rauskriegen. Und sie ist da reingegangen, deswegen, das ist für uns halt so interessant mit diesem, so jetzt, die war ja vorher mit diesem Patrick, mit diesem Bauern Patrick zusammen, der sie ja wirklich öffentlich schlecht, also wirklich sehr schlecht behandelt hat, glaube ich, im Sommerhaus und was weiß ich. So, sie geht da rein mit dem Vorsatz, halt, diesmal suche ich aber jemand Vernünftigen raus. Aber das reicht halt nicht, sich das vorzunehmen. Das wissen wir ja alle, ne? Wir fallen da immer wieder drauf rein. Deswegen habe ich auch mein ganzes Programm hier, Umprogrammierung des Liebeschips, womit du dein Beuteschema im Grunde genommen basically ändern kannst irgendwie. Und ja, und da wirklich direkt dran arbeiten kannst, weil das reicht nicht zu sagen, ich will keine Bad Boys mehr daten, weil dann gehst du raus, ach nee, den finde ich hot und das ist bestimmt kein Bad Boy, ist natürlich wieder ein Bad Boy. Und ja, also hat sich vorgenommen, da war noch eine Freundin von ihr drin, die ist verlobt, die kam kurz vor und dann sagte Antonia, ja, und ich will auch so sein wie die, ich will auch, dass sich ein Mann mit mir verlobt, so. Und dann sieht man schon, dass das alles so auf einen Typen zuläuft, der sich offensichtlich, wirklich offensichtlich wie ein Bad Boy benimmt, so ein bisschen Hot and Cold spielt, wo sie schon wittert, er lügt sie an, der schlecht über sie redet, der irgendwie sagt irgendwie, ah, mit der, ich würde gerne mal vor ihre beste Freundin so richtig durchnehmen, also richtig so auch ekelhaft redet und also alle Anzeichen, also wirklich Grunde genommen Riesenschild, ich bin ein Bad Boy, der dann am Schluss noch sagt, zugibt, dass er gelogen hat irgendwie, so. Und sie dann wieder so ein bisschen, vermute mal nicht, dass es passiert ist, also gehen wir mal von außen, ein bisschen Gaslight, dass er sagt, ja, mit dir gehe ich jetzt hier raus und dann fragt sie ihn noch, hast du dich denn in mich verliebt? Also natürlich kann es ja passieren, dass man sich in jemand anders verliebt. Und dann sagt er noch, ich weiß es nicht, also wirklich, ja, ich bin ein F-Boy, ja, ich bin ein Bad Boy, ja, ne? Und dann, ich weiß auch gar nicht, denk mal da nicht drüber nach. Ja, wahrscheinlich, oder gut, es geht jetzt gar nicht gegen sie, weil das betrifft, haben wir, also ich habe sowas auch schon gemacht früher, sondern einfach nur diese Dynamik will ich mal ein bisschen beleuchten. Ne? Also man weiß es eigentlich und trotzdem wieder besseres Wissen, man trifft, es ist nicht irgendwie erst passiert, sondern du triffst immer wieder die gleiche beschissene Wahl. So, ne? Ich fand auch das Video von Yvonne da sehr gut zu heute. Du triffst immer wieder die gleiche beschissene Wahl, obwohl du alle Informationen hast, so, ne? Und deswegen, man kann sich da auch nicht auf sein Gefühl verlassen, ne? Weil man muss auch ein bisschen rational daten. Du kannst nicht einfach sagen, ja, es fühlt sich aber gut an. Ja, du, das ist dein Liebeschip, ist eben programmiert auf toxische, oder was will der gar nicht, ich kenne den gar nicht, also auf Typen, die dir nicht gut tun, so, ne? Und insofern, das ist genau, was ganz vielen immer wieder passiert, warum sie auch nicht weiterkommen, weil, ah ja, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt will ich aber keine Bad. Also es ist so wie, wenn du sagen würdest, ab jetzt esse ich Salat, aber keine Pizza mehr. So, dann gehst du ins Restaurant und dann schmeißt dich immer eine Pizza dahin und dann, nee, das ist keine Pizza, das ist bestimmt Salat. Riecht zwar wie eine Pizza, schmeckt wie eine Pizza, hat so viel Kalorien wie eine Pizza, aber das ist bestimmt ein Salat. Also du weißt es eigentlich, aber deine liebessüchtige Stimme sagt immer wieder, nein, wir wollen den gleichen alten Scheiß, weil sich das vielleicht anfühlt wie Papi und Mami oder ich weiß es nicht. Und das ist genau, was dann immer wieder da hält. Und das war einfach so krass, ne? Und
Also man muss wirklich lernen, woher das kommt. Und es muss diese Entscheidung her, also, und das reicht nicht, sich das mal einmal zu sagen, sondern diese Entscheidung, ich will diesen Drama-Lifestyle, dieses Hin und Her und dieses womöglich toxische und schlecht behandelt werden und Versöhnungswerk, diesen ganzen 3D-Scheiß, wie ich den immer nenne, ich will den nicht mehr haben, ich mache da nicht mehr, es braucht diese wirklich tiefe Entscheidung. Vorher bringt es nicht, vorher machst du immer den gleichen Scheiß. Ne? Das ist, und ich frage mich auch immer, das wollte ich eben noch sagen, wenn so ein Typ, also der hat drauf geschworen, dass er Single ist, auf seine Mutter, ich meine, so ein Typ, der so mit der Wahrheit umgeht, der so mit Fakten umgeht, also der wirklich überhaupt keine Limits hat, ich will das auch gar nicht bewerten, aber gar keine Limits hat, zu lügen und eine bestehende Beziehung zu verlassen, was wird einem denn in Zukunft passieren? Die wird genau der gleiche Scheiß passieren, die wird hundertprozentig genau der gleiche Scheiß passieren und dann sagst du wieder, alle Männer sind Bad Boys, so, ne? Ja, das bringt uns echt weiter. Und zwei andere hat sie dafür stehen gelassen, könnte man jetzt sagen, das waren so Nice Boys, die waren ja auch nicht, die sahen auch gut aus, cool und aber eben nett, ne? Und wenn das Männer immer wieder sehen, dann sagen sich Männer, warum alles in der Welt sollen wir nett sein, wenn wir sowieso nicht gewählt werden dafür, ne? Wenn wir stehen gelassen werden, in die Friendzone kommen, also ich kann verstehen, wenn Männer wirklich sagen, ich will jetzt auch Bad Boy werden, weil es bringt einfach nichts, ne? Und da muss ich auch wirklich sagen, ist natürlich keine gute Wahl, aber es wäre auch wirklich wichtig, dass, egal ob es Frauen oder Männer, dass wir nicht immer wieder diese Bad Boys oder Femme Fatales daten, weil wenn immer wieder, ich bleib mal bei Frauen jetzt, wenn Frauen immer wieder Bad Boys daten, ja, dann wird es auch immer Bad Boys geben, die das, und wird auch keiner sein Verhalten ändern, ganz im Gegenteil, es wird immer mehr Bad Boys beginnen, weil das, was ausgewählt wird auf dem Datingmarkt, das wird mehr werden. So, ne? Also solange das so passiert, kann man nur sagen, dann wollen wir das scheinbar und dann sollten wir auch nicht drüber meckern, sondern sollten wir sagen, ja, ich will fucking Bad Boys daten, die mich verletzen. Ja, das ist genau das, was ich will. So, da muss man das zu sich sagen, so, ne? Also insofern, das predige ich ja immer wieder, heutzutage keiner mehr von hören, von selber Verantwortung übernehmen. Man ist jetzt nicht schuld, wenn einem was Blödes passiert oder mal angelogen wird, aber wir müssen Verantwortung übernehmen für unsere Wahlen. Das sage ich immer wieder, man muss sagen, ja, ich habe diese Wahl getroffen, ich bin nicht irgendwie fremd verheiratet worden, meine Eltern haben mich nicht verheiratet, ich habe diese Wahl getroffen, so, ne? Das wird da wieder so deutlich und ja, gibt es dann auch so ein Statement, wo sie sich ein bisschen drüber aufregt, über alles kann sie ja auch. Und fair enough, sie sagt dann, ja, ich bin jung, ich hab's halt nicht besser gewusst und alles gut. Ja, ne, muss ich da auch nicht rechtfertigen. Mir geht's auch jetzt überhaupt nicht um sie. Also wenn ihr an so einem Punkt seid, wo ihr immer wieder die gleichen Leute datet, ne, ich meine, macht mal einen fucking Kurs, aber an irgendeinem Punkt muss man einfach mal sagen, ich kann das nicht so weitermachen, sonst werde ich immer wieder die gleichen Erfahrungen machen, ne? Ja, und noch kurz, apropos Bad Boy zu Jürgen Zietlow, kleiner Insider. Also mittlerweile finde ich schon, ich meine, ich will das nicht wieder einblenden, also ein ganz großer Ego-Detektor aus wirklich für Leute, hat, weil ich habe das nämlich auch im Internet, hat jemand genaues geschrieben, ich fand das so witzig, irgendwo auf X oder so. Wenn Leute ein Profil haben mit vielen Followern, die selber aber niemand folgen, dann weißt du, dass das jemand ist, der total im Ego ist. Ist bei ihm natürlich auch der Fall. Natürlich immer alles gelöscht, das ist immer alles so. Immer wieder erschaffe ich mein Leben aus dem Nichts mit einem Beitrag. Folge nur zwei Leuten wahrscheinlich, wem folgt er denn? Ja, seiner Frau jetzt und Kühnam. Oh, das ist ja interessant. Sonst folge ich niemandem. So, also man sieht ihn, wie er leicht bekleidet mit seiner wahrscheinlich noch Frau oder Ex-Frau Alina da rumhängt, flirty Atmosphäre und natürlich wieder live Drogen nimmt und ja, und jetzt einen Spruch, den ich nicht wiederholen will, also äußerst sexistischen Spruch macht und sie findet das girly und sie lacht darüber. Was soll man zu so einer Welt noch sagen? Ich meine, er... Das ist, was die Welt will. Drama, Leute, die sich daneben nehmen, das ist genau, was auf Social Media gut läuft. Und auch sie hat nichts Besseres zu tun, jemand, der sich so verhalten hat, auch zu ihr, nichts Besseres zu tun, als sich da wieder halbnackt mit ihm zu zeigen. Also mir fällt dazu nichts mehr ein. Also die Welt will scheinbar
immer wieder die gleichen beschissenen Erfahrungen. Ich weiß, Leute, ich weiß wirklich nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach bodenlos irgendwie. Was denkt ihr dazu? Macht die feinen Kurse, kommt zur Liebeschiff Party München und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.